Hallo liebe YouTube-Gemeinde, seit 20 Jahren versuche ich meine alte Heimat, das Bahnbetriebswerk Güsten, mit dem Personengüterbahnhof im Zustand des Jahres 1986 wieder zum Leben zu erwecken. Im Dezember 2003 wurde das erste Stichsägeblatt an die Grundplatte des Lokschuppens angesetzt. Seitdem versuche ich das heute nicht mal vorhandene Bahnbetriebswerk und den Personen- und Güterbahnhof wieder im H0-Maßstab zum Leben zu erwecken. Seit 20 Jahren habe ich vor allem in den Wintermonaten hunderte von Arbeitsstunden in mein Lebenswerk gesteckt. Da die Eisenbahnerstadt Güsten schon längst Vergangenheit ist und das Bahnbetriebswerk Güsten langsam in Vergessenheit gerät, möchte ich es wenigstens im H0-Maßstab in meinem Hobbyraum vor dem Vergessen bewahren. Da die Platzverhältnisse für einen zweiten Schattenbahnhof im Raum nicht ausreichend waren, wurde er hinter dem Tunnel im Gästezimmer errichtet. Das Empfangsgebäude links wurde originalgetreu nachgebaut. Rechts die neue Gleisbaustelle mit SGL Schöneweide und Gleisrotte. Ein neuer Hintergrund für den Güterbahnhof und das Bahnbetriebswerk Güsten wurden im Winter angefertigt. Die Riedkontakte auf den Schwellen dienen der Anlagensteuerung. Jeder Zug hat am letzten Wagen einen Neodym-Magneten, der den Block für den nächsten Zug wieder freigibt und die Signale auf Halt stellt. Thank you.
Der Schattenbahnhof lässt sich komplett an die Wand klappen. So ist der Raum als Gästezimmer voll nutzbar.